Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Wechselstrom. Heute wollen wir uns ansehen, wie wir Wechselstromkreise berechnen. Das letzte Mal haben wir gehört, wie man so die komplexe Wechselstromrechnung anwendet, und heute wollen wir ins Detail gehen. Ja, heute machen wir mal verschiedene Regeln durch. Ja, und zwar haben wir gehört, dass man Wechselströme, sinusförmige Wechselströme, wie sie mit Zeigern vorstellen kann. Man betrachtet real, ist immer nur den Realteil, und wir glauben halt, der Zeiger rotiert nachher und so weiter. Das ist so eine Vorstellungshilfe, und dann können wir die komplexen Zahlen als Berechnungshilfe verwenden. Das heißt, wir können unsere elektrotechnischen Gesetze, die wir so gelernt haben, einfach mit komplexen Zahlen anschreiben. Ja? Und das passt noch, und auf einmal berechnen wir schon Wechselstromkreise. Schauen wir uns das an. Also eine Regel war ja die Kirchhoffsche Regel, Kirchhoff 1. Okay. Das war ja die Knotenregel. Und die hat ja gesagt, die Summe aller zufließenden Ströme, und jetzt machen wir es, jetzt kommt der Wechselstromanteil, ist 0, okay? Ist 0, und wenn wir es wechselstrommäßiger anschreiben, ist natürlich auch der Imaginärteil 0. Ja, die Summe also Ströme, das ist einfach 0, 0. 0 und Imaginärteil 0. Wenn ich Imaginärteil nicht anschreibe, muss ich 0, ich schreibe noch halt hin, dass es da steht. Einfach, ja. Also Imaginärteil 0 müsste man normal, weil dann ist er real. Wurscht. Ja. Dann natürlich haben wir Kirchhoff 2 gehabt. Was war das? Marschenregel hat das geheißen. Schön herübergezittert. Maschenregel. Das war die Summe eines Umlaufs, die Summe aller Spannungen in einem Umlauf. Ja, die Summe aller UI, ja, und jetzt kommt wieder Wechselstrom. Fertig. Ja, und wenn das 0. Ja, und dann wieder natürlich plus J 0. Und das haben wir Volt. Ja. Also das sind die Kirchhoffschen Regeln in der komplexen Rechnung, komplexen Wechselstromrechnung. Also ich habe dann einen Unterstrich gemacht und das J dazu schon, und das war's. Ja. Also sie gelten genauso, nur für Zeiger. Ja. Und jetzt schauen wir uns die einzelnen Sachen an, die wir da so haben. Ja. Einzelne Elemente. Also da gibt es zum Beispiel einen Widerstand. Ein ohmscher Widerstand. Ja. Das war ja der R. Gell. R ist der ohmsche Widerstand. Wie war da der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung? Wir nannten das Ohmsches Gesetz, gell? Also das U ist gleich R. R hat bitte keinen Imaginärteil, R ist ein Widerstand einfach, ja? Also bestimmte Dinge. So schaut das aus. U ist R mal I. Ja? Wenn wir das umformen, ja? R, ja? Das ist also R e hoch J 0. Ja? R hat keinen Winkel, das ist eine reelle Zahl. Und das ist also U dividiert durch I. U dividiert durch I. Und jetzt schreiben wir das an. Wenn das U, das ist der U mal E hoch J Phi U, ja? Dividiert durch I mal E hoch J Phi I. Ja? Der Winkel von diesen zwei Zeigern. Ja. Das ist also U mal I mal, und jetzt, das ist eigentlich, das mache ich grau, weil das ist eigentlich jetzt dann so ein E hoch J, Klammer auf, und Winkel oben minus Winkel unten, Phi U minus Phi I.
Und da kommen wir drauf, aha, schau, Phi U und Phi I muss Null ergeben. Das heißt, ja, daraus folgt Phi U minus Phi I ist gleich Null. Stell dir da, Null. Daraus folgt wieder Phi U ist gleich Phi I. Ja. Das heißt, die zwei Winkel von Strom und Spannung an einem Widerstand, die zwei Zeiger zeigen die gleiche Richtung, sind praktisch übereinander gelegt, deckungsgleich. Das heißt, die Dinge sind in Phase, heißt das. In Phase. Es gibt keinen Winkel zwischen Strom- und Spannungszeiger. Ja, so was heißt in Phase. Und jetzt, wenn man es unbedingt anschreiben will, ja, wenn man es unbedingt anschreiben will, als komplexe Zahl, diesen Widerstand R, dann würde das praktisch so ausschauen, ja, Z, R, ist gleich R hat im Realteil plus J0. Die Einheit ist natürlich oben wieder. Okay. Also das ist die sogenannte Impedanz, heißt es. Die Impedanz besteht in dem Fall nur aus einem Wirkanteil, ja, das ist der Wirkwiderstand, ja, Wirkwiderstand, Ohmscher oder Wirkwiderstand, schreibe ich auch dazu, Wirkwiderstand und Null Imaginärteil. Ja. Wie der Imaginärteil heißt, werden wir gleich hören. Wenn es ihn denn gäbe, jetzt interessiert uns nicht. Und gemeinsam, wenn man so von einem Wechselstromwiderstand spricht, ja, also wenn man so einen Widerstand, einen Real- und einen Imaginärteil haben kann, dann spricht man von einer Impedanz, heißt das. Ja. Also das ist bei einem Widerstand. So schaut das aus bei einem Widerstand. Strom und Spannung, papack, in die gleiche Richtung, fertig. Ja. Schauen wir uns einen Kondensator an. Wenn Sie die richtige Farbe finden, mache ich einmal Orange Kondensator. Kondensator war ja der C. Dort gab es ja einen fundamentalen Zusammenhang, dass man sich gesagt hat, okay, da gibt es halt a Q. Q ist C mal U. Und dann haben wir gesagt, okay, der Q, die Ladung da drinnen, das ist praktisch die Summe allen Stromes, das hineingeronnen ist. Und dann ist man irgendwann drauf gekommen, dass praktisch der Strom, der gerade hineinrinnt in den Kondensator, ja, das I, ja, verursacht eine Spannungsänderung, einen dU nach dT, ja, eine Spannungsänderung pro Zeiteinheit und mal C. Ja. I ist C mal du nach dt. Das hatten wir schon. Ja. Wer sich nicht mehr erinnern kann, kann sich ja die Kondensator-Videos nochmal anschauen. Ja. Jetzt das Wechselstrom. Wechselstrom-Style haben wir jetzt umgeschaltet. Ja. Mit den Unterstrichen, jetzt sind es komplexe Größen. Das C ist natürlich auch eine reale Größe, ist nichts Komplexes. Das ist halt einfach das C, so wie das R ist. So, jetzt habe ich da aber eine Ableitung drin. Und wir haben einmal gehört bei den Rechenregeln, wenn ich eine Ableitung drinnen habe, dann kann ich das ganz cool machen mit C. Ja? Und jetzt mache ich die Ableitung. Multiplikation mit J Omega und der komplexen Zahl U. Ja? Also das ist das Gleiche. Ja? E hoch J war da, nicht? Und so ist das gekommen. Kann man sich auch nochmal anschauen, das Video über die komplexe Wechselstromrechnung, wo ich das erklärt habe mit dem E hoch J, wie das ist. Und ja, schaut das so aus. Ja? Jetzt forme ich das um, jetzt bringe ich das auf die gleiche Form wie das Ohmsche Gesetz hier. Ja? Also ich möchte da stehen, U ist irgendwas mal I. Also was ist das? Also U ist gleich, jetzt brauche ich nur die zwei Sachen rüberbringen, das heißt, das ist das 1 durch J Omega C, ja, mal 1 durch J Omega, 1 durch C, mal I natürlich, auf der anderen Seite bleibt I über. So schaut das aus. Ja.
das verhält sich also so wie ein Widerstand. Ja? Und das ist übrigens das Gleiche hier, wie wenn ich schreiben würde, minus j 1 durch Omega c ja? mal i. Also 1 durch j ist minus j, behaupte ich jetzt einmal. Wieso kann ich das denn behaupten? Nun schauen wir das an. 1 durch j. Ja? Jetzt erweite ich oben und unten mit j, einmal j, dividiert durch j mal j, darf ich ja, ne? Bruch darf ich oben und unten erweitern. Jetzt könnte ich wieder kürzen, wäre ich wieder da. Machen wir nicht. Ja, jetzt rechne ich aus, da oben das ist j, dividiert durch j Quadrat. Und j ist die Wurzel aus minus 1, also j Quadrat ist minus 1, das heißt, das ist j dividiert durch minus 1, das ist also minus j, passt. Und das habe ich hier angewandt, beinhartes Ausnutzen der Definition der imaginären Einheit. Ja. Da sind wir. Ja. So, dieses Teil hier, ja, xc, das da, ist xc. Xc ist minus 1 durch Omega c. Ja. Das ist der sogenannte Blindwiderstand. Xc habe ich gesagt. Das ist der Blindwiderstand. Des Kondensators. Und wenn man es jetzt wieder die Impedanz anschreiben will, ja, also als Z praktisch, ZC ist gleich. Schauen wir uns das an. Haben wir irgendwo einen Realteil? Nein, 0. Ja. Und dann haben wir plus JXC. Das ist also dieser Blindwiderstand. Ja. Blind, also so heißt der Blindwiderstand, wenn das nur ein es heißt Blindwiderstand, weil es nur einen Imaginärteil gibt. Das ist ein Blindwiderstand. Davon haben wir gesagt, das ist der Wirkwiderstand. Blindwiderstand oder ein anderes Wort dafür ist auch Reaktanz. Reaktanz. So heißt der Blindwiderstand auch. Gescheit. Reaktanz heißt auf gescheit, Blindwiderstand heißt auf. Heißt er halt, heißt auch. Das ist 0, ja. Und dann minus j 1 durch Omega c. Und das ist 0 plus 1 durch j Omega c. Wechselstromwiderstand. Ein Kondensator verhält sich also im Wechselstromkreis wie ein Widerstand. Und so abhängig von der Frequenz, je höher die Frequenz ist, desto geringer der Widerstand. Und von der Kapazität, je höher die Kapazität ist, desto geringer der Widerstand. Gut, dann schauen wir sich noch an die Spule. Spule oder L, auch genannt. In der Induktivität. Nun, da können wir auch so eine Formel anschreiben. Das war ja die Spannung an einer Spule. War ja die Induktivität L mal der Stromänderungsrate, die I nach dd. Das ist aus der Selbstinduktion herausgekommen. Und jetzt machen wir wieder wechselstrommäßig draus, unterstreichen wir es. Mit dem Vorteil, dass ich jetzt praktisch das L und die Ableitung kann ich gleich wieder machen mit J Omega. Sind wir gleich fertig. J Omega und dann machen wir nur ein I dazu. Ja. Das ist die Ableitung von I. Ja. Und jetzt sehe ich ja sofort, aha, ja, schreibe ich das noch ein bisschen um, ist gleich, und jetzt schreibe ich hier J Omega L mal I. Ja, U ist irgendwas mal I, es fällt sich wieder wie ein Widerstand, das da ist der XL, ja, XL ist gleich Omega L, das ist der Blindwiderstand, der Spule. Blindwiderstand oder Reaktanz der Spule. Und wenn ich jetzt wieder das als Impedanz anschreiben will, praktisch, das ZL bilde, hier wieder keinen Realteil, 0, und dann habe ich plus JXL.
Ja, also genau das Gleiche. Das ist aber 0 plus J Omega L. Ja. Das ist die Impedanz der Spule. Da recht für offene Stifte, muss ich irgendwie die Farben zusammenfinden. Aber ich denke, es ist ja, jetzt im Moment vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Gell? Wichtig an und für sich ist, man kann die Rechenregeln anwenden, ganz normal, nur hat man halt komplexe Größen. Das hilft uns ein bisschen bei den Ableitungen. Das ist einfach eine Multiplikation mit J Omega. Und dann kommt man drauf, dass sich eine Spule und ein Kondensator genauso wie ein Widerstand im Wechselstrom eigentlich wie ein Widerstand verhalten. Nur der Widerstand hat halt nur einen Realteil, einen optischen Widerstand und einen Realteil. Kondensator und Spule haben nur einen Imaginärteil. Widerstand heißt der Wirkwiderstand, da unten heißt der Blinkwiderstand oder Reaktanz. Und in Summe ja, setzt sich dann ein Widerstand zusammen aus einem Realteil und einem Imaginärteil. So ein zusammengesetzter Widerstand heißt Impedanz, ja, Wechselstromimpedanz. Also ein Wirkwiderstand und ein Blindwiderstand. Ja, und das erzeugt nachher eine Änderung des Winkels, des Phasenwinkels zwischen Strom und Spannung. Das werden wir uns das nächste Mal genauer anschauen. Ja, da werden wir von diesen Sachen hier, werden wir Zeigerdiagramme zeichnen und werden sie das ein bisschen genauer anschauen. Ja, wie ist denn das jetzt mit Strom und Spannung und so weiter? Und werde ein bisschen was erklären mit Serien- und Parallelschaltung. Dann wird das hier hoffentlich klarer. Wer es jetzt schon verstanden hat, sehr gut. Ja. Wer es noch nicht verstanden hat, nächstes Video, Zeigerdiagramme, wird hoffentlich dann besser. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.